Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute möchte ich ein kurzes Video über das Gebet zum Erzengel Michael präsentieren. Der Erzengel Michael ist ein kraftvoller Helfer gegen alles Böse, insbesondere gegen Bedrängnisse. Was sind Bedrängnisse? Dabei handelt es sich um negative Einflüsse, die wir in unserem Leben erfahren. Dies können schwierige äußere Umstände sein, zum Beispiel Situationen, die sich auf ungünstige Weise immer weiter zuspitzen. Es können böswillige Handlungen von anderen Menschen sein, die uns schaden wollen. In seltenen Fällen können es auch Angriffe von Tieren sein. Noch zu erwähnen sind die Anfeindungen auf spiritueller Ebene, wie etwa böse Geister, die unser Denken vernebeln, uns beim Beten stören und so weiter. Hauptsächlich geht es aber um die Bösartigkeit unserer Mitmenschen, was heutzutage unter dem Begriff Mobbing zusammengefasst werden kann. Oft sind es Neider oder Leute, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Manchmal handelt es sich um Personen aus dem näheren persönlichen Umfeld und der Familie oder um Kollegen und Vorgesetzte am Arbeitsplatz, aber auch um Mitarbeiter von Behörden. Leider gibt es Situationen, in denen mehrere dieser Faktoren gleichzeitig oder gehäuft auftreten. Man fühlt sich von allen Seiten angegriffen. Wenn die Bedrängnis länger andauert, kann man schnell in Mutlosigkeit, Angst und Verzweiflung stürzen. Genau dieses Ergebnis ist ganz im Sinne des Satans. Denn im schlimmsten Fall verliert man das Gottvertrauen und hört auf zu beten, weil es ja ohnehin keinen Sinn habe. Ich möchte Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stattdessen ausdrücklich ermutigen, gerade in solchen Lebenslagen das Gebet zu verstärken und darin nicht nachzulassen. Ein besonders kräftiges Gebet ist jenes zum Erzengel Michael. Sie finden es an mehreren Stellen im Internet und auch in manchen Gebetbüchern. Ich habe es mir zusammen mit einem Bild des Engels ausgedruckt. Es wurde mir von einem Priester im Rahmen eines Beichtgespräches ausdrücklich empfohlen. Diesen Rat habe ich beherzigt und sofort damit begonnen, dieses Gebet zu verrichten. Der Erfolg stellte sich umgehend ein. Die Bedrängnisse rückten deutlich von mir ab. Vom Gefühl her war es, als ob eine Armee, die mich bisher umzingelt hatte, plötzlich in einen gebührenden Abstand zu mir trat, als ob eine unsichtbare Macht sie zurückhalten würde. Es ist nicht so, dass sich durch das Beten dieser Anrufungen sämtliche Probleme lösen, aber man wird wieder freier in seinen Handlungen und spürt, dass da jemand eingreift, der einen beschützt und bewahrt. Kürzlich hat sich der Erzengel Michael bei mir beklagt, dass ich ihn und seine Macht unterschätze. Mit seinem Vorwurf hat er wirklich recht. Er wird im Alltag nicht nur zu wenig beachtet, man nutzt auch viel zu selten die Hilfe, die er uns anbietet. Dabei ist es doch so einfach, man muss ihn nur anrufen. Es genügt, wenn Sie das Gebet zum Erzengel Michael einmal am Tag sprechen, sinnvollerweise gleich am Morgen. Falls Sie nachts schlecht schlafen und häufig im Traum bedrängt werden, können Sie es auch abends vor dem Zubettgehen verrichten. Tagsüber, wenn Sie in eine bedrängende Situation geraten, reicht ein kurzes Stoßgebet zu diesem mächtigen heiligen Engel.
mehrmals ausgesprochen oder in Gedanken verrichtet. Seit ich so vorgehe, sind deutliche Erleichterungen in meinem Leben eingetreten. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Ihnen das Wasser bis zum Halse steht, dann denken Sie daran, dass der Erzengel Michael Ihnen rasch und zuverlässig helfen kann, wenn Sie ihn darum bitten. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen praktischen Tipp geben, wie Sie Gebetsbildchen schonend aufbewahren können, sodass sie nicht beschädigt werden. Verwenden Sie einfach Schutzhüllen, die es in zwei Größen in unterschiedlicher Breite gibt. Diese Klarsichthüllen werden im Handel für Postkartensammler angeboten und haben sich auch als Hüllen für Gebetszettel praktisch bewährt. So wünsche ich Ihnen viel Freude beim Beten. Verzagen Sie in schwierigen Situationen nicht, sondern ergreifen Sie vertrauensvoll die Hand des Erzengels Michael. Vergessen Sie jedoch darüber nicht, sich nach erhaltener Hilfe bei ihm zu bedanken. Aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei Gott, in dessen Dienst er steht.